Bühne gekommen, um unsere Solidarität mit Ihnen zu bekräftigen. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu dieser tollen Petition, die schon tausende Unterschriften gesammelt hat, dass Sie diese Demonstration hier machen, dass Sie die Politik aufscheuchen, dass Sie auf Ihre berechtigten Anliegen aufmerksam machen. Das verdient Respekt und Anerkennung und meinen ausdrücklichen Dank. Lassen Sie mich vielleicht noch mal unterstreichen, warum wir der Auffassung sind, nicht nur als örtliche SPD in Perlach, Ramersdorf, Neuperlach und Trudering und Riem, sondern in der gesamten Münchner SPD, warum wir Ihr Anliegen gerne unterstützen wollen. Der erste Punkt liegt auf der Hand. Sie machen einen geilen Job. Die 1450 Geburten pro Jahr, die sprechen eine klare Sprache. Da gibt es eine Abstimmung mit den Füßen. Es gäbe genügend Alternativen in anderen Kliniken in München. Die Leute wollen ganz bewusst von Ihnen behandelt und versorgt werden. Sie entscheiden sich ganz bewusst, in die Geburtsklinik Neuperlach zu kommen, weil sie sich da in besten Händen fühlen. Niedrige Kaiserschnittrate, hervorragendes Team, das eingespielt ist, kein Personalmangel, freundliche Atmosphäre. Und die letzten Wochen in unseren Gesprächen, auch mit ehemaligen Gästen von Ihnen, mit Gebärenden, bestätigen dies eindrücklich. Die Menschen bei uns im Münchner Osten, die Frauen wollen, dass ihre gute Arbeit Wertschätzung erfährt. Und das heißt auch, dass die wohnortnahe Versorgung durch sie auch zukünftig gewährleistet werden soll. Das ist der erste Punkt, schon ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist ein sehr grundsätzlicher, den mein Vorredner bereits so intensiv ausgeführt hat, dass ich das nicht nochmal unterstreichen muss. Ich gebe Ihnen aber in allem recht, was Sie gesagt haben. Ich bin allerdings kein Dogmatiker, ich habe durchaus Verständnis dafür, vielleicht noch etwas mehr als mein Vorredner, dass es angesichts von wirtschaftlichen Notwendigkeiten an der einen oder anderen Stelle auch Zentralisierungen im Gesundheitssystem geben darf und geben kann. Mein Vater ist vor einigen Jahren mit 4 Bypässen in der schweren 12-stündigen Herzoperation operiert worden. Der ist natürlich 100 Kilometer gefahren. Der hätte auch nicht erwartet, dass in seinem Dorf der Hausarzt die schwerste Herzoperation oder Herztransplantation durchführt. Kein Patient der Menschheit erwartet das. Aber dass die Grundsätze der sogenannten Daseinsvorsorge, also zum Beispiel das Kinderkriegen, auch unmittelbar vor Ort stattfinden soll, finde ich, sollte absolut unstrittig sein. Die Daseinsvorsorge geht davor, auch deshalb muss die Geburtshilfe in Neuperlach unbedingt erhalten bleiben. Dritter Punkt ist wichtig, der ist bereits angesprochen worden, ich möchte es nochmal illustrieren. München ist eine wahnsinnig stark wachsende Stadt, eigentlich stärker als fast alle anderen Großstädte in Deutschland. Wir haben im Monat einen Zuwachs von 2.300 Neubürgern. Und damit sind nicht die Flüchtlinge gemeint, die nochmal da oben drauf kommen. Wir sind einfach eine attraktive Stadt. Die Menschen verdienen hier ganz gutes Geld. Sie bekommen Arbeit. Leider haben wir Probleme bei der Infrastruktur, bei den Wohnungen. Aber dass München stark wächst, auch die nächsten 10 Jahre, ist völlig klar. Und zwar in etwa um die Größe der Städte Regensburg und Würzburg in den nächsten 10 Jahren. Das ist die 5. größte Stadt Bayerns, das ist die 6. größte Stadt Bayerns. Und die kommen nochmal obendrauf in den nächsten 10 Jahren. Wir können das gar nicht verhindern, selbst wenn wir es wollten. Wir können ja keine Mauern in München bauen. Und schon jetzt ist der Stadtteil Ramersdorf-Perlach der größte in München, in etwa so groß wie die Stadt Ingolstadt. Auch zu den 7 größten Städten Bayerns zugehörig. Der Nebenstadtbezirk Trudering-Riem ist etwa so groß wie Bamberg, etwa so groß wie Bayreuth, etwa so groß in Landshut, denn jetzt frage ich Sie, würden Ingolstadt oder Landshut oder Bayreuth oder Bamberg auf die Idee kommen, ihre Geburtsklinik zu schließen, wenn da nur eine ist? Nie im Leben. Und es ist ausgeführt worden, auch wir hier im Osten wachsen nochmal rasant, nochmal etwas rasanter als die anderen Himmelsrichtungen. Und das gilt natürlich auch für den Landkreis München, deren Frauen auch sehr gerne zu Ihnen nach Neuperlach kommen, die ganz unmittelbar sich entscheiden, in Neuperlach ihr Kind auf die Welt zu bringen. Deshalb ist das ein ganz wesentliches Thema, dieser Bevölkerungswachstum. Und es ist ein weiterer Grund genannt worden, den ich auch nochmal bekräftigen möchte. Lassen wir doch die Frauen entscheiden, nicht nur wo, sondern auch wie sie ihr Kind auf die Welt kriegen. Weil viele Frauen entscheiden sich ganz bewusst für Neuperlach. Ja, Sie wissen, da ist keine intensivmedizinische Behandlung unmittelbar dahinter. Die wollen es aber auch nicht. Die brauchen es auch nicht. Sondern
Sie wollen in den besten Händen sein und dass Sie bei Ihnen in den besten Händen sind, ist auch völlig klar. Es ist also eine Frage des Selbstbestimmungsrechts der Frau, das da hier auch mitspielt. Und auch das spielt für uns eine Rolle. Ich möchte nicht so lang reden, aber ein letzter Punkt noch. Wir sind nicht untätig geblieben. Wir halten nicht nur Reden bei solchen Demonstrationen. Meine Kollegin Helena Schwinghammer und ich haben unmittelbar nach unserem ersten Treffen, 4 Tage danach, auf dem Parteitag der Münchner SPD den Antrag gestellt, Geburtsklinik Neuperlach erhalten. Es war eine intensive Debatte, darf ich hier wiedergeben. Und es waren auch nicht alle begeistert in unserer Partei, dass wir das aufs Trapez gebracht haben. Aber mit gewaltiger, riesengroßer Mehrheit, ich würde sagen 90%, auch mit den Stimmen vieler präsenter Stadträte, hat die Münchner SPD gesagt, wir können es uns wahrscheinlich leisten, einen kleinen Baustein aus der ganz großen Klinikreform herauszubrechen, nämlich die Geburtsklinik in Neuperlach zu erhalten. Und hat deshalb gesagt, glasklar, die Geburtshilfe in Neuperlach muss bleiben. Was ist so ein Parteitagsbeschluss wert, werden Sie mich jetzt fragen. Diejenigen, die in Parteien nicht tätig sind, die können damit vielleicht nicht unbedingt was anfangen. Ich sage Ihnen ziemlich viel. Und ich weiß als ehemaliger Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag, was das bedeutet. Mandatsträger fühlen sich in der Regel an das gebunden, was die Partei vorgibt, weil sie sonst das nächste Mal nicht mehr aufgestellt werden und weil die Parteibasis, und wir haben immerhin 6.000 Mitglieder als SPD in München, einem sonst ziemlich nahe tritt. Auf sehr unangenehme Art und Weise. Deshalb haben viele Stadträte mit uns gestimmt und viele Stadträte, die entweder nicht da waren oder sich nicht getraut haben, mit uns zu stimmen, haben gesagt, der Parteitagsbeschluss ist für uns bindend. Das bedeutet also ziemlich viel. Ich möchte hier keinen Optimismus verbreiten, weil ich stecke nicht drin in der Stadtratsfraktion meiner Partei, ich bin der nicht zugehörig, ich weiß aber, wie politische Sachverhalte normalerweise laufen. Deshalb ist das zumindest mal keine schlechte, sondern eine ziemlich gute Nachricht, dass die SPD sich umpositioniert hat. Die Dinge haben sich seit 2015 verändert. Wir haben eine neue Sachlage, wir haben neue Bedarfe und wir wissen aus anderen Bereichen wie dem Bau von Schulen und von Kindergärten, dass wir da relativ groß geplant hatten und schon nach wenigen Monaten feststellen mussten, die Infrastrukturen können nicht mithalten. Schon jetzt sind die Gymnasien, die Realschulen, die hier in der Gegend gebaut wurden, auch andere Bereiche, viel zu klein. Deshalb, wir wertschätzen Ihre Arbeit, wir brauchen Ihre Arbeit und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, dass Neuperlach seine Geburtshilfe behält. Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit.